Ist in vollem Gang. Wir mixen Zimt und Zucker mit Milch und Butter krokant. Die ganzen Bäcker und ihre Helfer sind schon gespannt. Wie der Teig wohl schmeckt, wird er grad perfekt oder doch verbrannt? Sagt mal, wer von euch hat das Rezept versteckt? Hab's nicht gemerkt oder zu spät entdeckt. Wir haben kein Rezept, doch wir sind motiviert. Dann wird heute wohl wieder mal improvisiert. Ein bisschen Schokolade, Honig, Nüsse und Zuckade für die Spitzbuben und Spritzgebäck mit Himbeermarmelade. In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht jeder Knilch ne krasse Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei gibt so manche Leckerei. Mach den Ofen auf, ja so sieht's aus, und schieb die Plätzchen rein. Auch wenn es draußen noch schneit, werden Plätzchen geformt im genauesten Detail. Finger raus aus dem Teig, komm, wir brauchen ein Ei. Schlag es auf und dann rein, doch nicht außen vorbei. Oh nein, du Schwein, für Kokosmakronen wird der Zucker geholt. Bei den anderen fehlt ein bisschen Butter und Mohn. Ja, wir lieben den Duft und das zarte Gebäck, und am Ende wird alles perfekt. Ich muss grad für den Lebkuchen noch mein Handrührgerät suchen. In der Weihnachtsbäckerei hörst du es hacken, rühren und wuseln. Füllt der Plätzchenduft den Raum, sind wir prächtig gut gelaunt. Liegen Päckchen unterm Baum, sind wir happy und erstaunt. In der Weihnachtsbäckerei gibt so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht jeder Knilch ne krasse Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei gibt so manche Leckerei. Mach den Ofen auf, ja so sieht's aus, und schieb die Plätzchen rein.